Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Rennrad TV. Auf dem Programm unseres heutigen Testrides steht ein Rad von Castec. Und die Besonderheit bei Castec ist, dass Castec das Rad nicht von der Stange anbietet, sondern dass bei Castec Sie auswählen, wie Sie Ihr Rad bestücken möchten. Rennrad hat sich für einen Aluminiumrahmen von Castec entschieden und bestückt diesen mit einer Schaltbremsantriebseinheit von Shimano, Laufrädern von Mavic, Aluminiumanbauteilen von FSA und einem Sattel von Physik. Insgesamt bringt es das Rad auf 8,5 Kilo und einen Preis von 1.489 Euro. Und wir schauen jetzt mal, was das Rad auf der Straße zu bieten hat. Eines vorweg, wem das Schwarz des Testrades zu langweilig ist, dem bietet Castec 19 Farbvarianten zur Auswahl an. Wem das immer noch nicht genug ist, der kann eigene Farbvorschläge anbringen. In Kombination mit der Wunschausstattung können Sie sich so problemlos Ihr Traumbike zusammenbasteln. Der Rahmen des Testrades ist eloxiert. Die blanken Rahmenaufkleber sind also ungeschützt, haben aber einen sehr soliden Eindruck hinterlassen. Die Laufräder sind gut verarbeitet und das Gewicht von 2598 Gramm, alle Bauteile inklusive, ist akzeptabel. Die Radialspeichung der Laufräder ist leicht und sieht schnittig aus, dämpft aber weniger als gekreuzte Speichen. Gut gefallen hat uns der solide Steuersatz, der bequeme Sattel, die leicht rollenden Reifen mit viel Grip. Schöne Details bietet die dicke, aber unauffällige Schutzfolie auf der Kettenstrebe oder die Gummihülsen an den Zügen, die das Steuerrohr vor Scheuerstellen schützen. Eine praktische Lösung bieten die Justierrädchen an den Schaltzügen. Zu den Kontaktstellen. Der Lenker bietet vor allem in Unterlenkerposition eine ergonomische Griffposition an. Dem einen oder anderen wird der FSA Omega Kompakt ein wenig zu schlank sein. Eine einfache Lösung bietet die Montage eines zweiten Lenkerbandes, das zudem den Komfort erhöht. Die 105er Pedale von Shimano sind tadellos und im Preis von 1.489 Euro inklusive. Der Sattel von Physik bietet eine gelungene Mischung aus sportivem Ansatz und hohem Komfort. Ab 70 km/h leidet die Laufruhe, die Bremsen sind jedoch extrem bissig, bieten einen klaren Druckpunkt an und sind einfach dosierbar. Ansonsten gefällt das Rad durch ausgewogene Fahreigenschaften, unauffällig kann hier als positives Momentum genannt werden. Die Sattelstütze hat leider nur eine Klemmschraube und ein grobes Raster. Dank dünnem Durchmesser dämpft sie aber besser als eine 31/6er Stütze. Zum Schluss ein Ausflug in die Materialwelt. Der Aluminiumrahmen von Castec verfügt über einen Scandium-Anteil. Die Scandium-Beigabe ermöglicht dünnere Wände und damit leichtere Rahmen. Scandium kann sich stärker dehnen, bevor es reißt. Scandium kann also die Lebensdauer erhöhen. Fazit: Das Castec Scandium ist ein ausgewogenes Rad ohne echte Schwächen und sinnvoll bestückt. Sehr gut gefallen hat uns, dass Castec viele Ausstattungsoptionen anbietet und kaum ein Farbwunsch unerfüllt bleibt. Dem Traumrad sollte also nichts mehr im Wege stehen.